Knapp 30.000 Fans jubelten bei der Saisoneröffnung des FC Bayern den Stars des Rekordmeisters zu. Am Rande des großen Auftakts ging es bei der Pressekonferenz jedoch auch um die noch nicht abgeschlossene Kaderplanung. Dass wir noch was tun wollen, hat ja Christian gesagt, hat Jupp auch gesagt, und das kann ich bestätigen. Man muss jetzt mal zwar in einer gewissen Ruhe die Dinge abwarten, aber ich glaube, dass man vielleicht bei gewissen Kollegen in Westdeutschland oder auch in England die Preiserwartung nicht zu hoch schalten sollte oder staffeln sollte, damit man nicht glaubt, wir wären hier bei Manchester City, wo man dann irgendwann in den Kuhstall geht zu melken. Das wird bei Bayern München nicht der Fall sein. Sowohl Jerome Boateng von Manchester City als auch Arturo Vidal von Bayer Leverkusen stehen noch auf der Einkaufsliste des FC Bayern. Wenn wir eine Lösung mit beiden Clubs erzielen, werden wir beide machen. Sollten wir keine Lösung erzielen, dann werden wir sicherlich alternativ in der Innenverteidigung was machen. Auch Christian Nerlinger stellte noch einmal klar, dass der FC Bayern das selbstgesetzte Limit nicht überschreiten wird. Wenn astronomische Summen aufgerufen werden, dann werden wir da nicht mitspielen und dementsprechend auch den Markt sondieren, welche Alternativen oder Optionen es geben könnte. Fakt ist, der Rekordmeister wird in der Innenverteidigung noch etwas tun. Sollte der Wechsel von Mittelfeldspieler Arturo Vidal zu Beginn dieser Saison nicht klappen, werden die Münchner wohl nur einen Verteidiger verpflichten. Vidal könnte dann im kommenden Jahr ablösefrei zum FC Bayern wechseln, da sein Vertrag bei Leverkusen am 30.06.2012 ausläuft.